Ta-ta-ta-ta, Ihre wissenschaftliche Tagesschau heute. Ja, ungefähr 2700, glaube ich 2800, sagen manche Tote in Deutschland, angebliche Corona-Tote. Ja, in Hongkong wird berichtet, dass man da ziemlich leichtsinnig ist, ja. Und dass da also offensichtlich ziemlich normal gelebt wird. Wo sind da bitte schön jetzt die Massen an angeblichen Corona-Toten? Also wo ist jetzt also ein Übersterblichkeitsberg verglichen mit der normalen Sterbestatistik von Hongkong? Offensichtlich nichts da, sonst würde man ja darüber berichten und das nicht verschweigen, ne? Von Weißlund, Russland wird berichtet, übrigens von öffentlich-rechtlichen Fernsendern, ja, so, also ganz normalen Sendern. Weißrussland, also Mainstream-Sendern, wollen wir mal so sagen. Weißrussland, ja, ohne Massenpsychose. Also der Präsident hat ja gesagt, diese Massenpsychose gehe ich nicht mit, ne? Der hat ja gesagt, erst jetzt tragen die allerersten Masken, das heißt, die Psychose aus dem Ausland wirkt natürlich ein bisschen, denn die Weißrussen kriegen natürlich mit, dass die ganze Welt außenrum verrückt geworden ist, ne? Und und jetzt müsste es doch aber eigentlich, wo die doch jetzt erst die ersten Masken tragen, sozusagen, müsste es doch jetzt riesige Zahlen an Corona-Toten in Weißrussland geben. Warum gibt es die komischerweise nicht? Ne? Obwohl die doch gar fast keinerlei Maßnahmen machen und nur ganz wenige von der Panik des Westens angesteckt werden. Ne? Ja, und in Weißrussland gibt es doch auch 1000 angebliche Infizierte. Also Corona ist also dicke und fest im Land. Wo sind dann jetzt die Leichenberge ohne Maßnahmen? Wo ist jetzt die überhöhte Sterbestatistik Weißrusslands? Die könnte man doch berichten. Dann würde man allen Zweiflern sofort den Wind großteils aus dem Segel nehmen. Es sei denn, es würde sich dann rausstellen, dass die pharmazeutische Industrie die Staatsstatistiken gefälscht hat. Ne? Das sind natürlich dann Dinge, was dann immer noch möglich wäre. Dann sieht man dort in dem Filmbericht, in der Sendung sieht man dann weißrussisches Fußballstadion. Ja, da sitzen sie alle zusammen. Also so wie beim Karneval, vollster Herd, wo sich ja jetzt Millionen Leute, Tausende von Leuten bei der Fußballsaison anstecken könnten. Dort gibt es die Spielen ganz normal Fußball weiter und so weiter, mit vollen Stadien und so weiter. Ja, ja, wo sind da die Massentoten jetzt? Ne? Die müssten doch alle tot umfallen in Weißrussland, wo sie doch praktisch Dinge erlauben, die bei uns strengstens verboten sind. Ne? Ne? Ja, ich kann da nur die These äußern, dass der Ex-Sowjetunion-Präsident, also Weißrussland gehörte ja wohl zur Sowjetunion, dass dieser Ex-Sowjetunion-Präsident hat halt noch eine gute Ausbildung gehabt, nämlich eine antikapitalistische Ausbildung, wo er gelernt hat, zu was die kapitalistische Big Pharma in der Lage ist, dass die nämlich in der Lage ist, der gesamten Welt ein X für ein U vorzumachen, ja. Ich mache es jetzt nur ganz schnell, weil ich will nicht zum tausendsten Mal immer das Gleiche wiederholen, ja. Ganz schnell, und wenn Sie es so schnell nicht verstehen, es gibt hier 400 andere Videos, wo das andere Sendungen, wo das ausführlichst erklärt wird. Hier also hier der erste Heiler der Evolution. Sagt die Wahrheit, Leute, ihr müsst weiterhin Naturprodukte essen, gesund leben, der hilft den Leuten, gesund zu leben, und ihr dürft auf keinen Fall den neumodischen Ernährungsindustriefraß fressen, ja? Und dann haben wir hier den tausendsten Heiler, und der sagt genau das Gegenteil, nein, ihr könnt diesen Ernährungsindustriefraß, der ist gesund, den müsst ihr weiter essen und so weiter. Was euch fehlt, sind meine Heiltränke, meine Impfungen, meine
Chemotherapien, meine Tests und so weiter und meine Operationen. Dadurch züchtet er sich einen ganzen Stamm von Dauerkranken und Dauerpatienten, die immer wieder Symptome entwickeln. Er verdient viel und dann breitet sich mit seinen Familienmitgliedern, mit seinen vielen Kindern und Nachkommen, breiten sich diese gewinnbringenden Irrtümer aus. Und das ist frei sozial-marktwirtschaftlicher Kapitalismus. Das ist die freie soziale Marktwirtschaft, die Dr. Markus Krall uns auf den Hals hetzen will, in schlimmster Form sozusagen. Und und genau der weißrussische Präsident scheint noch eine gute Ausbildung gemacht zu haben, dass er genau weiß, dass genau dazu die freie soziale Marktwirtschaft fähig ist, dass die Pharmaindustrie fähig ist, ihre Irrtümer in richtig viel Geld umzusetzen und dabei im Zweifelsfall die ganze Welt zu vergiften, zu schädigen und jetzt wirtschaftlich zu ruinieren. Und da er das weiß, sagt er, nee, ich fall doch nicht auf eine Pharmaindustrie-Psychose rein. Ja? Ich kenne doch die Bücher, die Pharma-Mafia und ähnliches und die korrupte Medizin und all das. Ja? Ich kenne das doch alles. Das haben wir doch alles jahrzehntelang auch hier in den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern wurde das doch tausendmal breitgetreten, dass eben Pharmaindustrie und korrupte Medizin zusammen eine ungeheure Gefahr darstellen für uns alle, ja. Das ist doch überall bekannt, ja, und deswegen sozusagen, aber jetzt, wie gesagt, das wird über 400 Sendungen ausführlich erklärt. Ich erkläre nicht alles zum tausendsten Mal, ne? Sie müssen schon, auch wenn Sie die Wahrheit wissen wollen, wenn Sie die Wahrheit eh nicht wissen wollen, dann können Sie eh wegschalten. Und wenn Sie die Wahrheit wissen wollen, es gibt Material ohne Ende. Es gibt 4 Homepages, die man durcharbeiten kann. Und insgesamt, 3, 4, 5 Sender, die ähnliche Videos veröffentlichen und so weiter. Also es ist für alles gesorgt, ja, es ist alles da, aber nicht für Menschen, die gar nichts wissen wollen. Ne? Ja, dann war ein Gemeinwohlökonomie, Christian Felber Vortrag und so weiter. Und die Fridays for Future und Greta Thunberg sympathisieren ja ziemlich mit der Gemeinwohlökonomie. Und das ist halt leider, schauen Sie mal selbst, was Sie für einen Eindruck haben. Also das, was da vorgetragen wird, ich habe es noch nicht ganz zu Ende analysiert, aber ist, ich sag mal, was da so an Ausstrahlung rüberkommt vom Vortragenden, von der Gemeinwohlökonomie, Christian Felbers, die ja den Fridays for Future und Greta Thunberg deswegen so gut gefällt, weil sie so linksextremistisch ist und weil sie so einen Hass gegen die Reichen beinhaltet und gegen die Leistungsträger und gegen die Fähigen und so weiter. Also ich lese mal vor, was mein Eindruck war, was für eine Atmosphäre und Ausstrahlung rüberkommt. Wir von der Gemeinwohlökonomie sind leistungsfeindlich. Für uns gibt es nicht fähigere Menschen und unfähigere Menschen, sondern wir sind ja alle die Genies der Menschheit. Ja? Und wenn wir uns zusammensetzen, dann ist das ja nicht, dass sich da zum Beispiel lauter geistig Behinderte zusammensetzen und deswegen kein vernünftiges Ergebnis erzielen können, sondern da wir ja alle gleich fähig sind, sind wir ja alle Genies. Und weil wir alle Genies sind, können wir das und brauchen natürlich nicht die Hilfe von den weltbesten Professoren der nextscientistsforfuture.de. Das ist so ungefähr die Ausstrahlung, der Habitus, der rüberkommt. Und das ist eben das, weswegen wir davor so dringend warnen müssen. Das würde die deutsche und europäische Wirtschaft total ruinieren, denn diese Feindseligkeit gegenüber Leistung, diese Feindseligkeit gegenüber Leistungsunterschieden, diese Gleichheitswahnvorstellung, ja,
ruiniert jede Volkswirtschaft. Das ist Stalinismus. Ne? Das ist nicht echter Kommunismus, echter Sozialismus, echte Planwirtschaft, die sinnvoll, wie es ja auch die Chinesen manchmal machen, die ganz vieles verkehrt machen, aber immerhin ja auch marktwirtschaftliche Elemente einführen und so weiter eingeführt haben. Also eine echte Planwirtschaft, ein echter Kommunismus, ein echter Sozialismus ruiniert nicht die eigene Wirtschaft, ja? Sondern Stalinismus ruiniert die eigene Wirtschaft, DDR ruiniert die eigene Wirtschaft, niemand sonst. Ja? Also das ist doch etwas, das ist doch Kinderkram, der Stalinismus, der Maoismus, der Honeckerismus und so weiter. Das waren doch alles Kindereien von Leuten, die dachten, alle sind gleich und deswegen seien sie auch Genies. Nein, es sind nicht alle gleich. Das Genom ist ein Ungleichheitsgenerator, ein Ungleichheitserzeuger. Und deswegen gibt es Dumme und Deppen und Kluge und Genies. Ja? Und wenn sich dann in einer Videokonferenz über Zoom dann einfach mal so 20 leicht unterbelichtete Menschen zusammenschalten, dann kommt da eben nichts Geniales raus, sondern ein Konzept zur Zerstörung der europäischen und deutschen und österreichischen Wirtschaft. Mehr nicht. So viel zu diesen Kurznachrichten, weil heute nicht viel los war. Tschüssi.